Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Hillside Valley. Wir sind wieder da in unserem Städtchen und werden hier bei dieser wundervollen Auf- und Abfahrt, die wir letztes Mal gebaut haben, die Ölindustrie aufbauen. Ja, damit wir natürlich jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Geld einnehmen, weil, ja, wie ihr schon gesehen habt, das Geld geht runter und deswegen haben wir das Projekt ins Leben gerufen, dass wir hier eben Öl haben möchten, ne? Nach diesem Großprojekt Brücke, was bestimmt auch nicht günstig war und natürlich, wenn man jetzt bedenkt, dass wir auch irgendwann den Rastplatz, also beide auch irgendwie in Betrieb nehmen wollen, müssen wir halt mal schauen, dass wir halt auch dementsprechend gute Einnahmen halt auch erzielen, um das Ganze halt auch zu zahlen, ne? Also wir müssen das ja auch bezahlen können und mal gucken, ob uns das gelingen wird mit Ölindustrie. Ja, da wird man auf jeden Fall heute ansetzen und mich würde es natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr die Bewertung nicht vergessen würdet, würde mich unterstützen und natürlich auch sehr glücklich machen und natürlich auch gerne immer Kommentare schreiben, wenn euch irgendwelche Ideen einfallen, ne? Ihr seht schon, das wird ziemlich spektakulär heute. Wir werden hier an dieser Stelle wahrscheinlich, wie ich es letztes Mal am Ende schon angekündigt habe, mit dieser Straße, mit diesem Bahnhof hier, hier irgendwie runterwandern und versuchen, die Ölindustrie damit zu verbinden. Weil sonst läuft das halt eher über die Autobahn. Und ich möchte mal schauen, ob das halt mit so einer Verbindungsstraße auch möglich ist. Deswegen gucken wir mal, ob wir das irgendwie da runter geschlängelt bekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ihr seht schon, da ist super, super viel los. Und ja, normalerweise sollten sich die Farben des Containers nicht ändern. Aber naja, so ist das halt manchmal. So, wir gehen jetzt erstmal weiter und werden gucken, dass wir diese Straße hier ein wenig weiterziehen. Wir haben das alles in diesem Straßentyp gemacht. Ich wäre halt aber auch dafür, dass wir irgendwo hier... warte mal. Ein wenig das Ende hinbekommen. Na, die Tools sind noch eingestellt. Ich bin halt auch direkt am Anschluss von der letzten Folge. Ganz praktisch. Manchmal klappt es halt einfach. Dann nutze ich dann die Zeit und dann geht's ab die Post. So, machen wir das auf die Weise. So haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Übergang zu dieser Straße hier gemacht, ne? Und wenn wir die jetzt nämlich hier weiterbauen... Können wir hier an den Gleisen entlang gehen. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal hier wieder das, was wir letztes Mal gebaut haben, weg. Oh, das wird aber auch, das wird eine ganz spannende Geschichte hier durch. Ah, ich liebe das ja, solche Wege hier durchzustängeln. Das hat halt auch gewisse Herausforderungen, ne? Irgendwo auf einer flachen Karte Sachen zu bauen. Ne, das ist ja Firlefanz, ne? Das ist die wahre Herausforderung hier. Ah, warte mal. Ne, ich mach das anders. So, machen hier den mal weg. So ein wenig. Weil Bäume unter Straßen brauchen wir nicht. Ist er ja. So, das heißt, das geht in eine Brücke über. Jetzt sind wir schon mal hier vorne angekommen. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Also wir kommen langsam in die richtige Richtung. Gehen hier los. Haben jetzt hier halt die Gleise noch nebendran. Da würde ich gerne... Machen wir Lärmschutz. Na, was ist das? Concrete Wall. Ja, noch. Das macht Sinn. Machen wir das mal so. Achso. So, dann haben wir die Unterteilung. Ja, funktioniert wunderbar. Ihr sollt mal hier weiterfahren. Irgendwie habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich vermute es. So, und jetzt wird es natürlich spannend, weil wir erstmal gucken müssen, also hier haben wir jetzt Öl, das kommt ja weg, das ist ja relativ egal, ne? Also hier werden wir ja keinen Ölabbau hinmachen. Und hier muss ich mich jetzt halt langsam runterschlängeln. Ich würde das gerne mit dieser Straße hier machen. Da warte mal. Oh, das ist aber auch jetzt hier, ne? Aber ein Stück weiter nach vorne gehe ich noch und gehe dann hier rüber. Uiuiui. Okay, und jetzt würde ich gerne aufschütten. Mal gucken, wie das aussieht. Die soll natürlich jetzt nicht als Brücke darunter sich schlängeln. Also sieht es erstmal komisch aus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir ziehen das einfach mal durch. Bisschen Strecke gewinnen, damit wir natürlich auch Zeit haben, hier langsam die Schräge dann auch irgendwie hinzukriegen. Und dann... So. Auf jeden Fall sind wir hier unten angekommen. Das ist praktisch das. So habe ich das gern. Ja, ja, ja. Es ist steil, ne? Keine Frage. Das tatsächlich hier anders machen. Das Gelände natürlich schon bearbeitet, ne? Das gerne... Dann haben wir hier nochmal ein wenig Möglichkeiten, dass es ein wenig flacher abläuft. Bin ich mal auf die Idee gekommen, ne? Wäre viel besser gewesen. So, das machen wir so. So, jetzt haben wir soweit die Verbindung von oben nach unten. Das heißt, wir können hier auch über diesen Weg nach oben fahren. Wir können dem auch die 70 geben. Dann nehmen sie vielleicht eher den Weg auch noch. Das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Jetzt gehe ich erstmal hin. Machen wir hier das Öl weg. Hier oben auf jeden Fall. Hier auch. Hier drin fand ich gar nicht so schlecht. Aber wir müssen jetzt halt hier auch gucken, dass wir Öl ein wenig ausbauen. Wir brauchen ja, wie gesagt, wir müssen ja nicht überall die Möglichkeit haben auf Ölabbau, sondern nur da, wo halt dann die Abbautürme stehen. Wir sagen zum Beispiel, hier ist ein bisschen mehr mit Abbautürmen. Aber kein kleines Ölgebiet, weil die ganzen Fabriken und so zur Verarbeitung, die brauchen ja keine Ölressource, ne? Aber man könnte es halt trotzdem, weil hier halt allgemein das Ölgebiet ist, so ein bisschen... Könnte man halt ein wenig von der Textur einfach auch verteilen. Muss ja nicht nur ein Klotz sein, ne? Jetzt haben wir sogar hier das andere Ölgebiet auch noch verbunden. Das ist viel Öl, ne? Hier im Wasser auf jeden Fall noch ein bisschen. Dann könnte man hier vielleicht auch abbauen. Ja, so kann man das lassen. Und dann gehen wir hin und bauen die Industrie auf. Man würde ja jetzt sagen, Mensch, bau doch einfach hier das Ölkraftwerk hin. Das ist ja eh Öl. Ne? Habe ich schon mal gemacht. Hat nicht funktioniert. Die haben halt irgendwie, das Ding war leer. Die drumherum hatten alle Öl und es hat auch nicht funktioniert. Egal, was ich eingestellt habe. Deswegen würde ich wirklich sagen, gerade weil ich diese Fabrik halt irgendwie echt super toll finde, also ich muss sagen, das sieht halt echt cool aus, möchte ich, wenn dann, hier mitarbeiten. Boah, das ist aber auch weit, wie es hier reingeht. Eieiei, du. Mal guck mal, das ist auch wieder so ein Hügel, der halt nochmal bearbeitet werden. Das ist halt immer Geschmackssache, ne? Aber ich mag diese extremen Kanten nicht so. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall das Werk. Wir sind wieder, also bei 1,5 Millionen, ihr merkt schon, wir halten uns. Wir zahlen oder wir kaufen uns wieder tolle Sachen, ne? Also wir investieren auch direkt wieder. Aber so im Großen und Ganzen nimmt man halt nichts ein. Und das ist das, warum wir jetzt halt hier ein großes Ölgebiet bauen möchten. Versuchen möchten. Ich hoffe, es wird funktionieren. Ich mache jetzt erstmal hier. Genau. Gerne auch, wie gesagt, mit dem Bogen. Das ist vollkommen in Ordnung. Meine Güte. Puh. Das ist ist so eine andere Herausforderung. Ne? Das ist einfach, ich sag's wie es ist. Aber ich habe hier schon Ideen. So, gehen wir auf die Höhe und auf die. Ne, wir gehen auf die Höhe und auf die. Ja. Dann gehen wir einfach durch. Es ist, ja, es ist halt viel Geländebearbeitung. Aber wir müssen halt irgendwo Fläche, also das ist ja Wahnsinn, wie die Fläche, was sie für Unterschiede hier hat. Meine Güte, die macht das erstmal hier so ein bisschen, ja, bisschen rauer. Und hier würde ich dann gerne an der Stelle eine Brücke haben. Die hier so drüber geht. Das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. Mist. Das hat jetzt nicht so funktioniert. So. Oh, wir haben hier eh die Ampel, die lasse ich einfach mal. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass man hier natürlich auch ein bisschen mit Abzweigung arbeitet. Vielleicht die Straße nehmen. Nehmen wir mal hier, obwohl die ist eher für Wohngebiete. Sehr abenteuerlich hier mit den Höhenunterschieden. So. Die geht hier unten durch, geht hier hoch. Ist ja von der Idee her nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, wie das alles aussehen wird. So. So, und schließen das hier an. Wir müssen ja auch nicht überall die Ampeln lassen. An der großen Straße würde ich es tatsächlich lassen wollen. Aber hier an den Nebenstraßen würde ich es eben wegmachen. Da können wir hier mitarbeiten. Genauso wie hier. Das passt. Gut, hier werde ich jetzt geländetechnisch nicht viel bearbeiten, außer hier an der Stelle. Ich das ein bisschen nachbearbeiten lassen. Können ja die ganzen Berge hier hin und her verrücken, das ist das Gute. Die Sache ist jetzt halt, die Ölindustrie, die wird auf jeden Fall sehr, sehr speziell werden, weil wir ordentlich ausschütten. Ne, das wird einfach so sein, da können wir nichts dran ändern. Die einzige Sache, die ich jetzt mal hoffe, ist, dass wir hier vielleicht nicht jedes Mal eine Ampel haben. Okay. Ja, das wird dann natürlich ein bisschen dauern. Weil die Straße dann auch eine Ampel verursacht. Okay. So, dann... So, dann machen wir hier. Wahnsinn, oder? Das bei diesem kleinen Stück Müssen wir mal gucken. Und hier würde ich die ersten Türme hinbauen. Damit wir Öl auf jeden Fall hier mal anfangen. An der Stelle. Ich mach das mal raus. Das muss ich jetzt jedes Mal machen, ne? Achso. Ja, wir sollten vielleicht mit dem Hauptgebäude... Doch, wir machen mal Hauptgebäude, ne? Das wollte ich natürlich machen. So. Passt hier vorne eigentlich ganz gut rein. Damit die natürlich auch wissen, ne? Das hier Scheffe Öl und so weiter hier, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, das ist das, was ich oft falsch gemacht habe. Die kleinen Türme hier, die sehen halt tatsächlich nicht so aus. Das würden die große Probleme verursachen, aber von den Fahrzeugen her kann da schon einiges zusammenkommen. Wenn man so guckt, hier, die haben 8 Fahrzeuge, die großen auch. Ne? Wenn man davon ganz viele nebeneinander baut, die überall hier hin und so wie ich jetzt gerade, dann verursacht das irgendwo doch schon mal ordentlich Verkehr. Na, da muss man immer ein bisschen aufpassen bei dem Ganzen. Bin ich auch schon doof auf die Nase gefallen damit. Deswegen teile ich euch das hier mit. Jetzt hätte man dieses Stromdings hier nicht gebraucht, ne? Das sei irgendwie das erste Mal, obwohl so geht's. So geht's. Ich lasse die jetzt erstmal alle in den... Obwohl, sollen wir schon direkt gucken? Ne, ich lasse die jetzt erstmal alle in den Export. Wir müssen natürlich auch mit dem Geld gucken. Das wird jetzt auf den ersten Schlag nicht so wirklich Geld verdienen. Da wird man jetzt nicht so viel Geld verdienen. Aber das kriegen wir schon hin. Guck mal, das ist das, was ich meinte. Wir haben... Oh doch, 18... Oh Gott, ich nehme das zurück, was wir am Anfang gesagt haben. 18.000 machen wir sogar damit teilweise. Okay, Öl ist trotzdem besser, aber... läuft doch dann ganz gut. Node-Controller sei Dank wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier natürlich die Ölindustrie irgendwie aufbauen. Wir haben jetzt halt hier mit der extremen Schräge zu tun, was uns das Leben nicht einfacher machen wird. Das kann ich euch sagen. Wird nicht funktionieren. Allein hier schon, guckt euch das mal an, müssen wir jetzt halt mal schauen, dass wir, wenn dann, dementsprechend das angleichen. Das sind jetzt halt oftmals die gleichen Schritte hier, was wir machen. Aber dass man halt hier, wenn dann so... die Bereiche einfach bearbeitet vom Gelände her, dann passt das. Also, es sieht halt doof aus, wenn die irgendwo in der Luft schweben, zur Hälfte. Da gibt es einige Punkte, die nicht so toll sind. Deswegen gucke ich, dass das halt hier schon einigermaßen flach ist, wenn man das dann hin platziert. So, die haben jetzt halt keinen Strom, das ist so ein Punkt. Das gar nicht so ignorieren. Das sind jetzt hier Verarbeitungen, was ich hier hinbaue. Das ist, was ich meinte. So, ich gucke gerade, dass ich mit dem Strom hier runter wandere. Dann dürfte das nämlich soweit passen. Gut, und damit es halt nicht zu viel wird, werden wir jetzt schon mal das Wichtige machen. Auf jeden Fall mal den Ölexport raus. Den Ölexport, Öl bringt dir nichts. Oder nicht so viel. Im Gesamten, wenn man da genug von hat, wahrscheinlich schon. Mittlerweile bin ich durch den Transfer-Controller halt wirklich drauf und dran, mit den Verkehr von den Straßen zu nehmen. Ihr habt ja gesehen, wie viele Fahrzeuge da pro Station mit drin sind. Machen das einfach mal auf die Weise, wie ich es immer mache. So, Export bei Öl verbieten, Import tatsächlich hier bei den Fabriken verbieten. Ne, exportieren erlauben. Import. Genau. So. Das reicht uns erstmal. So habe ich das ja bei den ganzen Fabriken gemacht. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier... Also, wie gesagt, man merkt schon, die haben jetzt hier halt kein Öl. Na, weil wir das jetzt erst eingestellt haben. Also, das heißt, die Öltransporter hier sind wahrscheinlich noch größtenteils unterwegs und sind schon komplett im Export. Ne? Die sind schon im Schlaraffenland. Schneide ich raus. Das hat keiner mitbekommen, ja. Schlaraffenland. Doch, das ist richtig, ne? Wollte ich eigentlich sagen, ja? Am Bahnhof, bei den Gütern oben. So sollte das eigentlich richtig klingen, ja? Meine Güte, manche Wörter sind aber auch so. Wer hat die Wörter erfunden, frage ich mich manchmal, ne? War doch jemand, der uns einfach ärgern möchte. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier durch. Hier ist es ja einigermaßen flach noch, ja? Geh kurz hier nochmal auf die Höhe von hier vorne. Das ist halt auch praktisch, um einfach ein bisschen zu sehen, wie man dann vielleicht das Ganze nachbearbeiten kann. Ich würde hier jetzt ein bisschen größer ausbauen. Also größer ist relativ, ne? Aber ich würde hier rumgehen. Jetzt sind wir halt hier wieder irgendwo oben, ne? Zum Glück bleiben die Tools ja einigermaßen eingestellt. Muss man ja sagen, das ist ganz praktisch. So. Gucken wir mal. Ich bin echt gespannt. Wie gesagt, das wird jetzt eine ganze Ecke dauern, bis wir hier Profit machen. Aber wenn das dann soweit ist und wenn die komplett mal irgendwo eingearbeitet sind, dann geht das schon sehr flink. So, mal gucken. Ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, was wir brauchen. Also ich würde schätzen, so von dem, was ich sonst immer aufgebaut habe, brauchen wir erstmal Fabriken hier mehrere. Würde dann hier unten eine reinsetzen. Das ist halt jetzt stromtechnisch nicht ganz so toll, oder? Oh, doch, das geht. Das sieht auch interessant aus. Gut, jetzt haben wir halt nochmal eine Abbaustation gebaut. Also, so funktioniert das halt manchmal, ja? Dann gehe ich hin, baue hier praktisch die magischen zwei, die fast irgendwie, ich finde die halt, die sehen identisch aus, sind aber zwei verschiedene. Ja, haben sie auf jeden Fall gespart. Dann machen wir hier nochmal eine größere Fabrik hier hin. Das schüttet ja so auf. Ich schaue halt, dass ich immer ein bisschen Abwechslung auch reinbekomme. Es sind halt 4 Gebäudetypen, die wir haben. Mehr ist es nicht. Deswegen gucke ich halt, dass es, wenn dann, immerhin ein bisschen abwechslungsreich aussieht, das Ganze. Bin ich so der Typ, der das alles irgendwie die gleichen Sachen überall nebeneinander platzieren kann. Das kriege ich nicht hin. Das haut wirklich nicht hin. So, wir gehen jetzt hier, ist praktisch, wir sehen ja auch immer direkt, was Sache ist, obwohl mittlerweile ist ja nicht so schwer, egal wo wir draufklicken, es ist immer der gleiche Klick mittlerweile, ne? Das war auch mal anders. Da hat man dann das Gebiet noch zuweisen müssen und alles. So, also mehr mache ich jetzt halt momentan nicht, da ist natürlich noch viel, viel mehr möglich, also für die Leute, die sich da komplett auseinandersetzen mit dem Tool, da ist natürlich noch so viel möglich mit dem Ganzen, das ist Wahnsinn einfach. Wirklich. Jetzt gehen wir hier. Ich freue mich, dass wir ein bisschen Ölindustrie haben. Was ist das? Das ist Instandhaltung. Ne, das sind die Arbeiterunterkünfte. Instandhaltung hätte ich halt auch gerne. Das würde ich gerne hier nämlich reinnehmen. Das ist nicht so schön. Ich würde dann dich tatsächlich... Meine Güte. Also, wer für das Design zuständig war bei Colossal Order? Mit dem Öl... Und was man sieht, ohne das zu deaktivieren. Also, na, was willst du denn hier bauen? Also da muss ich ja sagen, also der hat das, glaube ich, selbst nie ausprobiert. Du siehst ja nicht mal deine Straßen. Der hat das doch selbst, also ganz ehrlich, der hat das doch selbst nie gemacht. Du kannst mir erzählen, was du möchtest. Ei, du. So, jetzt würde ich gerne für die Effizienz... Ne, das sind wir ja hier aktuell bei 4% ist ja standardmäßig. Weiß ich nicht, ob das steigt, umso größer man wird. Ich denke mal, von Upgrade zu Upgrade steigt das nochmal. Aber auch von den Arbeiterunterkünften. Ne, das heißt, wenn wir hier zum Beispiel Arbeiterunterkünfte reinbasteln. Von 4% sind wir jetzt direkt auf 9%. Das heißt, 5% kriegen wir da durch. Und die nehmen wir doch dankend mit. Und es ist halt auch wieder ein Gebäude, was Abwechslung mit reinbringt. Und solange wir noch Geld haben, können wir das auch machen. Ja? Das ist, wie gesagt, das ist halt super teuer, was wir hier machen. Keine Frage, also. Nicht im Industriegebiet. Das ist sehr interessant. Okay. Aber leider war... Jetzt müssen wir das wieder deaktivieren. Man bekommt so ein Händchen für, ne? Wie gesagt, die sind ja so verbunden. So geht das ja fast sogar als ein Gebäude dann durch. So, und jetzt sind wir halt ganz gemütlich bei 25% schon direkt, was sehr, sehr gut ist. Und da gucken wir jetzt mal, damit können wir schon mal arbeiten. Na, wir machen jetzt die ersten grünen Zahlen. Wir haben jetzt auch 800.000, also wir haben jetzt knappe, gute, gemütliche 600.000 plus irgendwie hier rein investiert. Ups. Das meine ich halt, wir brauchen Geld. Wir brauchen halt Geld, das geht nicht anders. So kann es ja nicht weitergehen. Nein, jetzt sieht man schon mal, dass hier die Stationen hier die Käufer nicht haben für Produkte. Und dementsprechend passe ich das jetzt halt nach und nach an. Haben wir das in anderen Industrien? Ich muss eh allgemein die Industrie mal durchgucken. Ne? Und nochmal ein bisschen optimieren. Das wird auch irgendwann in einem Livestream geschehen. Praktisch, ne? Dafür haben wir das Gebäude gebaut. Ich muss sagen, die Erzindustrie, die ist auch sehr gut aufeinander abgestimmt, wo wir haben. Aber Agrar dürfte... Ne, das ist die falsche Agrar hier hinten. Die Agrar, die wird immer noch Probleme haben, obwohl es hält sich in Grenzen doch hier jede Menge. Und obwohl wir hier einen extremen... hier so einen extremen Sektor hingebaut haben, wo eigentlich nur Produkte dann in den Export gelangen und das ganze Agrarzeug hier eben hinkommt. Reicht das nicht. Und das ist eben der ominöse Bahnhof, von dem wir reden, den wir gebaut haben. Ich weiß nicht, warum der nicht funktioniert. Wegen den Übergängen vielleicht. Dass die Übergänge zu nah sind. Weil der Bahnhof an sich funktioniert. Der Bahnhof an sich, der funktioniert. Der hat auch alles. Ich verstehe aber nicht, was ich an dieser Route falsch gebaut habe. Ich habe den Anschluss hier schon mal neu gemacht, weil ich gedacht habe, okay, ne, könnte ja sein, sieht ja so aus, aber ist ja verbunden eigentlich. Habe auch schon mal neu gemacht, hat auch nicht funktioniert. Das ist ja die Passagierroute nebenan. Ja, keine Ahnung. Hier ist ja auch der Bahnhof angeschlossen. Dann auch an die Außenwelt. Also ganz, ganz eigenartige Geschichte. Falls ihr Ideen habt, warum das an dieser Stelle nicht funktionieren könnte, woran das liegen könnte, dann gerne mal raus damit. Bin ich gespannt, auf was für Ideen ihr kommt. Ist halt nicht so einfach. Aber ich werde es hier nochmal ein bisschen, weil wir ja noch Geld haben, nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Das Ding ist halt, wie kriege ich denn hier... Ah, hier haben wir eine schöne flache Fläche. Ah, hier ist die Ampel sogar noch. Hm, wir machen das hier als Kreuzung dann. Dadurch, dass wir jetzt hier überall unterwegs sind, in der großen lassen wir das eigentlich, hier machen wir es trotzdem nicht. Aber trotzdem nicht, so. Und hier... Wie gesagt, ich würde gerne ein paar Verbindungen hier machen. Und das müssen wir jetzt nicht alles irgendwo hier als Ampel machen. Und hier geht es dann runter und hier wird auch nochmal so eine Ölbohrinsel hinkommen. Das mache ich aber wahrscheinlich nicht jetzt, weil, wie gesagt, finanziell sieht es nicht ganz so gut aus. Geht das wieder nicht. So. Hm. Auf die Weise. Machen wir jetzt halt den Strom hier wieder. Ich mache den mal hier so nach oben. Weiter muss ich nicht, weil ich hier was hinbauen möchte. Und zwar nochmal, also Ölfabriken sehen großartig aus. Sag's wie es ist. Vor allem können wir diese große Fabrik auch bauen. Yay, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich ja drauf. Machen wir erstmal die 2 nur. Und es gibt hier, kann ich jetzt wahrscheinlich noch nicht bauen. Also könnte ich, mache ich aber glaube ich noch nicht, weil die teuer ist. Es gibt von den einzigartigen Fabriken, die braucht Öl und die braucht Erz, also Metall. Und da würde ich gerne gucken, dass ich die auch noch mit hier reinsetze, weil das Gebäude sieht so großartig aus, wirklich. Nee, das brauche ich nicht. So. Bin echt gespannt, ob wir geldtechnisch... Weil wir lassen das Spiel ja meist auf langsam laufen. Also ich glaube, von den Geschwindigkeiten im Livestream mache ich das mal ganz gerne. Wenn ich irgendwas überbrücken möchte, aber sonst mache ich das nicht. Na, deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da ans Geld kommen überhaupt. So, das machen wir hier auch nochmal weg. Wir haben das. Haben wir ein wenig Abwechslung von den Straßentypen her. Gehen wir hier weiter. Und hier gehen wir dann halt praktisch runter. Also das wird der Anschluss eben sein für da unten. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Das heißt, die Ölindustrie hat auf jeden Fall seinen Start bekommen. Jetzt bin ich halt nur gespannt, wie es sich halt weiterentwickelt. Na, ich guck mal, hier sind wir direkt schon bei 17.000. Und ich denke mal, wir können das als sechsstellige hoch wirtschaften. Weil ihr seht zum Beispiel, wir haben gerade 17.000 und wir haben den Unterhalt von 9.000. Das heißt, wir haben ordentlich Profit. Öl bringt halt das meiste, ist halt so. Auch wenn sie hier Probleme haben mit dem Müll immer, aber das ist anscheinend, liegt das am DLC irgendwie. Ja, die Schlausten habe ich nicht auf der Straße, sind wir ehrlich. So ist das manchmal. Ne? Und das sind halt noch so Baustellen. Man kann halt erweitern, das ist halt praktisch. Wir können unsere Rohstoffe selber setzen. Ne? Das macht es halt einfacher. Ne? Wir können halt alles abändern. Das bietet so ein bisschen Freiheiten und nicht so die Vorgaben, dass wir halt irgendwo schauen müssen, wie zum Beispiel... Der Mapbauer das irgendwie angedacht hat, sondern man kann halt selber entscheiden, was man wie, wo haben möchte. Bietet halt Möglichkeiten, das wäre die Erzmine hier auch nicht möglich gewesen. Ne? Und man sieht schon, hier erstreckt sich das mittlerweile. Ne? Wir haben ja den Rastplatz, wir haben diese mega Brücke, wir haben diese Abfahrt, wir haben diese Dinge. Also, das sieht wahnsinnig cool aus, wirklich. Das sieht wahnsinnig cool aus. Und hier werden dann wahrscheinlich eher Bäume überall hinkommen. Als Deko, als Verbindung auch. Bin auch am Überlegen mit diesem Bereich. Was ich hier halt noch mache, wir haben jetzt hier überall noch freie Stellen. Es werden so Wohngebieterweiterungen hier werden an der Stelle. Vielleicht mache ich das auch in einem Livestream. Ihr könnt da gerne mal, weil das auch noch sehr weit in der Zukunft liegt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich diesen Bereich mit euch zusammenbauen soll oder halt in einem Livestream dann nochmal veranstalten soll. Also Livestream halt hier auf YouTube. Wenn ich von Livestream rede, immer YouTube gemeint hier. Ne? Also von Cities Skylines, von dem Projekt hier. Weil das halt so ein bisschen wieder solche Sachen sind wie hier hinten, ne, wo man Bereiche halt einfach nochmal Wohngebiete dazu bekommt und ne, sowas halt aufbaut. So in die Richtung geht das halt hier auch, weil es ist nicht so ein neues Projekt, sondern es ist halt so Lückenfüller-Projekt. Und das weiß ich halt nicht, ob das dann interessant für euch ist, deswegen gerne da mal zu ein bisschen was in die Kommentare schreiben. Weil sonst gucke ich halt, dass ich halt ein bisschen was mit Bäumen, ein bisschen was mit Häusern auch mache. Und, okay, sieht nicht schlecht aus mittlerweile. Ne? Stufe 5 fast. Sieht nicht schlecht aus. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, was der Plan ist, ist auch hier das Gelände. Das mache ich auf jeden Fall im Livestream, dass ich hier das Gelände bearbeite, dass das hier wegkommt und anders wird. Und dass diese Stadt, die hier ist, weil sie ja auch viele mit, also wir haben ja hier extrem viele Bahnhöfe, dass hier natürlich, dass sich alles noch ausweitet. Dass das halt hier praktisch eine größere Stadt noch im Insgesamten wird. Ne, und halt einfach noch ein bisschen Fläche hat. Das ist so der Plan für hier hinten, der noch kommen wird. Deswegen bin ich jetzt auch hier unterwegs, damit ich in einem Livestream das bearbeiten kann, da hinten, ohne zu spoilern. Weil die Videos bald alle raus sind. Ja, das sind so die Sachen. Muss man auch mal ein bisschen drüber reden, ne? Das ist wichtig. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier zwischendrin nochmal ein wenig was mache. Also ihr seht schon, wir verdienen wieder Geld. Ich muss mal gucken, ob das so bleibt. Ich hoffe es. Ich würde jetzt hier gerne nochmal ein bisschen Mauer setzen. Meine Güte. Großartig. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Schön. Hier noch nichts um eine schöne Mauer. Muss das halt alles einzeln anpassen. Und um Kreisverkehr hätte ich es, glaube ich, in einem machen können. Das ist ja auch egal. Na, seht ihr mal, was das Multitool mir eigentlich meistens bei den Straßen auf jeden Fall hier spart und euch. Gut, mal, ich würde es wahrscheinlich rausschneiden. Jetzt haben wir hier so eine Mauer. Und ich würde jetzt hier gerne durch. Dann sind wir hier und würde dann diesen Fabriken hier nochmal ein wenig arbeiten wollen. Upp. Ei. Autschi. Ja, das sieht ja wundervoll aus, wirklich. Okay, wir können es gut nachbearbeiten, dass es besser aussieht. Das ist sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir machen das direkt mit. Das ist kein großer Aufwand mehr. So, dann haben wir hier nochmal zwei Fabriken. Würde ich hier doch nochmal nebendran... Ah, will ich? Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Station, ne? Sieht schon nett aus. Außer die Ampel, die ist jetzt tatsächlich nicht so notwendig. Guck mal hier nämlich. Das... Ach, jetzt geht das wieder nicht. Ah, wir machen das mal so, auf die Weise. Ich glaube, wenn ich hier drin war in dem Tool, dann klappt das nicht mehr so ganz. So, Delle. Was machen wir denn mittlerweile? Wir haben 40% Effizienz, machen 33.000. Ne? Da können wir noch mal ein bisschen schauen. Ihr wisst Bescheid. Gebäudetyp toll, weil Abwechslung. Mal den hier vielleicht hier vorne nochmal hinmacht und hier eins. Wie gesagt, dekorieren werde ich wahrscheinlich noch nicht. Das ist der falsche Reiter. Das hat auch Gründe, warum ich noch nicht dekorieren werde. Weil halt einfach die Industrie noch nicht fertig sein wird. Mit dem, was wir heute gemacht haben. Das haben wir 50, ne? 51. Verschmutzung ist auch weniger. Ja. Das sieht gut aus. Im Großen und Ganzen hoffe ich, dass wir, wenn wir wieder kleinere Projekte haben, die weniger Geld kosten, wieder ins Plus mehr gehen. Also auch Gewinn machen. Sonst haben wir halt immer... uns eingependelt auf diesen Beträgen, auch wenn wir nicht viel Geld ausgegeben haben. Deswegen sind wir auch immer weiter runter und weiter runter mittlerweile gegangen. Aber ich denke mal, durch die Ölindustrie könnte das was werden. Ja. Das sieht doch nicht schlecht aus. Was meint ihr? Mir gefällt das sehr, sehr gut, gerade auch mit dieser Brücke dann im Hintergrund. Mal schauen, wie wir das alles hier nochmal so ein bisschen mit reinbringen, ne? Was wir hier vielleicht noch für Gebäude machen. Die große Fabrik, die kommt auf jeden Fall noch. Das einzigartige Gebäude, das ist so großartig. Muss ich mal schauen, wo das hinpassen könnte. Ja, weil ich ja gerne die Sachen auch, wie ihr hier seht, ein bisschen mit Abstand mache und nicht alles auf einem Fleck. Damit man halt einfach auch zwischendrin ein bisschen dekorieren kann, ein bisschen Abwechslung hat, vielleicht ein paar Bäume setzen kann. Obwohl bei Öl ist halt auch das schwierig mit Bäumen, ne? Aber gucken wir mal, was wir da so hinkriegen. Auf jeden Fall, die Ölindustrie hat begonnen. Na, das heißt, das Ding bringt uns jetzt erstmal, wie ihr gesehen habt, schon richtig, richtig gut Geld ein. Und dann muss ich mal schauen, wie gesagt, dass ich die anderen Industrien vielleicht nochmal ein bisschen optimiere. Weil denen fehlt es durch das, dass ich halt den Export für die Rohstoffe verbiete und eigentlich praktisch nur für die verarbeiteten Waren den erlaube, fehlen denen einfach Fabriken. Überall. Ne? Also bei Erz hat es gut funktioniert, deswegen hat das Ding ja wahrscheinlich auch mal ein bisschen Plus gebracht. Aber hier, sage ich jetzt mal, sieht man halt, dass man ohne viel Aufwand mit Öl halt einfach extrem viel Geld machen kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Und ja, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und gucken, wie wir weitermachen. Ich werde jetzt, denke ich mal, das nächste Mal wieder woanders hinspringen. Das weiß ich aber noch nicht wohin. Und würde dann die Ölindustrie dann so... 2, 3 Folgen später nochmal angreifen und aufgreifen und dann einfach komplett ausbauen. Dass man dann nochmal eine zweite Ölindustriefolge hat und dann aber auch am Ende der Ölindustrie angekommen ist. Deswegen muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie das Ganze dann am Ende aussehen soll. Aber wie gesagt, wir haben einen guten Start hingelegt. Es sieht sehr, sehr gut aus. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich hoffe natürlich euch auch. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Vergesst die Bewertung nicht. Ne? Hier nochmal am Ende erwähnt. Und ja, Ideen immer gerne in die Kommentare damit. In dem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Hillside Valley. Haut rein. Bis dahin und ciao.